heute das Qualifying zum großen Preis von Bahrain und wir gehen direkt rein. In Bahrain steht das Qualifying an und die Fahrer scheinen startklar zu sein. Ich gehe davon aus, dass es gleich losgeht. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. So ist es. Schauen wir mal, ob wir hier die Pole holen können. Unsere erste in dieser Saison. In Australien war es ja nur Platz 4. Trotzdem somit gerade so den Sieg noch geholt. Mal schauen, wie es jetzt hier wird. Gerade im dritten freien Training war es sehr trocken, war es sehr, sehr knapp am Ende. Ja, ist in der Zwischenzeit Leclerc. Das ist 30 irgendwas. Aber der Abstand ist groß. 1,2 Sekunden mittlerweile. Können wir es hinkriegen. Und dann kriegen wir eine 28,4, 28,3 hin. Okay, eine Sekunde langsam, aber trotzdem vorne. So, wir wollen natürlich wieder ein bisschen. Ich habe schon nochmal vergrößert mit dem nächsten, mit dem Satz hier. Ich
dann im letzten Versuch nochmal nachsetzen. Bis halt Sektor 2. Schon klar. Mehr fahren wir auch nicht. Und das bricht ab. Und wir setzen auf meine Bestzeit. 29.0.14th in the speed trap, 330.0 kilometers per hour. Job. We're much higher up the field than we expected to be. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. We're 14th in the speed trap, 330.0 kilometers per hour.
14th in the speed trap, 330.0 kilometers per hour. So, weiter geht's. Fahrer hinter mir. Repeat that. There's interference. Fahrer hinter mir. Couldn't receive that. Repeat the message. Och, geh mir nicht auf den Sack. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, auf jeden Fall. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. So. Gut, das war die Qualifikation. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zum Rennen.